die Vera Klauder als Koordinatorin für die Familienfreundliche Hochschule und ich, wir haben den runden Tisch ins Leben gerufen, weil es ganz viele Diskussionen gab im Rahmen der Umbenennung. Dürfen wir diesen Namen Hochschule für nachhaltige Entwicklung führen? Was gehört eigentlich dazu? Wo wollen wir uns hin entwickeln? Welche Qualitätsstandards sollten wir erfüllen? Welche wollen wir erfüllen? Das war die erste Aufgabe, die wir uns gegeben haben, dass wir gesagt haben, wir müssen klären, was verstehen wir unter nachhaltiger Entwicklung und wie wollen wir dazu beitragen. Das wurde hoch und runter und heftigst diskutiert, das können Sie sich vorstellen. Und es gibt viele, die sich auch noch daran erinnern können, viele, die auch dagegen waren. Es war eine leidenschaftliche Diskussion und der Runde Tisch hat sich dort gegründet, um auch noch mal neben den Hochschulgremien eine Diskussionsbasis zu haben und dort den eben nicht nur Umbenennungsprozess, sondern letztendlich Transformationsprozess der Hochschule mitzugestalten. Ein wichtiges Ergebnis des Runden Tisches sind die Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung an der Hochschule. Das war die erste Aufgabe, die wir uns gegeben haben, dass wir gesagt haben, wir müssen klären, was verstehen wir unter nachhaltiger Entwicklung und wie wollen wir dazu beitragen. Und dann haben wir in einem sehr breit angelegten, sehr kontrovers geführten Diskussionsprozess genau hier diese Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung formuliert, diskutiert, weiterentwickelt und dann 2013 verabschiedet. Und diese Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung, die sind handlungsleitend für ganz viele Aktivitäten, die wir hier an der Hochschule betreiben, in Sachen Lehre, Forschung, Betrieb und darüber hinaus. Oft ist es wirklich so, dass am Runden Tisch Themen gesetzt werden, dass dann diese Themen aber in Arbeitsgruppen bearbeitet werden, diese Themen aber auch wieder zurück an den Runden Tisch getragen werden. Also Energie sparen, Wasser sparen, Papier sparen. Nachhaltige Ernährung, sodass hier vor allen Dingen die Mensen, aber eben auch Kaffeeautomaten, Snackautomaten und ähnliches, Catering, solche Geschichten mit reinlaufen. Die Beete der Campusgärtner, der Eltern-Kind-Raum, der überall ausgeschildert ist. Einfach das Miteinander auch. Also ich glaube schon, dass auch, dass praktisch das familiäre, die familiäre Atmosphäre dadurch auch nochmal gefördert wurde, weil eben dort Studierende und Mitarbeiter zusammen an einem Tisch sitzen und gemeinsam darüber nachdenken, wie die Hochschule zu entwickeln ist. Man merkt es daran, dass man Kollegen hat, die gerne hier zur Arbeit kommen und die zufrieden sind. Man merkt es auch natürlich, dass unzufriedene Kollegen sich auch äußern. Und das macht es ja auch so spannend. Also das ist jetzt kein elitärer Kreis, der sich regelmäßig trifft und irgendwelche Sachen bespricht und niemand weiß, was da besprochen wird. Wie wir heute gesehen haben, die Studenten können ja auch einfach selber kommen. Also es gibt keinen festen Teilnehmerkreis. Also sonst ist es ja auch schwierig, an die Leute überhaupt ranzukommen, so mit dem Thema. Und so ist das nochmal auf einer anderen Höhe auch aufgehangen. Weil dieser Runde Tisch ja schon eine Institution ist hier auch an der Uni. Also das war jetzt der 18. Runde Tisch, den wir heute veranstaltet haben und das hat nochmal ein anderes Gewicht auch. Andere Universitäten fragen uns, wie seid ihr dazu gekommen, wie organisiert ihr das, wie setzt ihr Themen und wie kommt ihr tatsächlich zu einer Gestaltung? Ja, das oberste Prinzip muss sein, Beteiligungsmöglichkeit und Wertschätzung für die, die dabei sind. Das heißt, die Ideen werden auch gewertschätzt. Da ist nicht einer wichtiger als der andere, egal ob das jetzt, weiß ich nicht, Student, Hausmeister oder Dekan von dem Fachbereich ist. Da geht es darum, dass wir unsere Hochschule weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, ein Grundverständnis, was man erstmal haben muss.